Hallo Freunde, einer der Zuschauer fragte mich, ob das größere Ladegerät hier, das OLG 12P3, auch einen Traktor starten kann. Naja gut, wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Was ich aber trotzdem gleich mal machen werde, ist einfach mal hier ein bisschen eine etwas größere Batterie. Und zwar hat das gute Stück 180 Amperestunden. Das ist schon ordentlich und ich werde mal ausprobieren, wie gut das geht, die Batterie zu laden, ob er das auch die Batterie auch direkt erkennt. Und wenn er die erkennt, was dann passiert. So, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Minus und Plus, zack, einmal angeschlossen. So, also, ganz klar, das Gerät hat direkt erkannt, die Batterie hat 12,7 Volt und ist geladen, also er sagt auch direkt, hey, brauchst nicht geladen zu werden, es ist alles voll. Ja, das ist tatsächlich so, ich habe die Batterie vor 2 Jahren aufgeladen und abgestellt und anscheinend hat sie auch keine Verluste. Also auf jeden Fall hat er jetzt im Großen und Ganzen kein Problem damit, größere Batterien zu erkennen und wahrscheinlich auch die zu laden, nehme ich mal an. Also wir haben hier wirklich schon etwas Besseres. So, jetzt gucke ich aber mal trotzdem, was kann das Gerät. Ja, weil, sag mal, sollten jetzt auch keine Wunder erwartet werden. Und zwar kann es, ja laut jetzt, Anbieter. Warte mal, gehen wir ein bisschen ins Licht, um das Ganze auch besser zeigen zu können. So, also laut Anbieter können wir wirklich nur 6 Volt und 12 Volt laden. Das heißt entweder Motorrad oder Auto. Und ich denke mal, wenn so ein kleiner Trecker ist und auch nur eine 12 Volt Batterie hat, auch wenn es von mir aus auch eine größere Batterie ist, dann sollte das alles noch in Rahmen sein und gehen. Also versprochen wird auf jeden Fall hier, dass der Motor direkt bei schwacher Batterie ohne langwieriges Aufladen gestartet werden kann, nehme ich mal an. Mehr steht hier nicht. Man kann Programmwahl, Auswahl zum Wiederaufladen und optimale Anpassung, Batterietyp. Das ist doch ein bisschen zu laut hier. Ich mach das mal kurz raus. So. Lichtmaschinentester ist dabei, also man kann die Lichtmaschine testen, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht und das geht auch ganz gut. Und geschützt gegen Verpolung, das heißt, wenn man jetzt, naja, blöderweise, ich meine, bei den meisten ist es ja markiert, rot ist Plus, schwarz ist Minus, aber wenn man tatsächlich blöderweise mit schwarz an Plus geht und mit rot an Minus geht, dann erkennt das Gerät das direkt und macht gar nichts. Das heißt also, da hat man schon ein bisschen, schon was Besseres. So, ich lese noch mal vor, was hier so beschrieben wird. Also der Motor direkt bei schwacher Batterie ohne langwieriges Aufladen. Motor direkt starten. Aha, genau, jetzt passt es auch. Dann für PKW und Motorradbatterien mit 12 Volt oder 6 Volt von 8 bis 180 Amperestunden. Ja, damit ist die Batterie mit 180 Amperestunden ja an der Maximalgrenze. Also auch da, wer einen Trecker hat, also 180 Ampere geht, was drüber ist, geht wohl laut Beschreibung nicht mehr. Programmauswahl zu Wiederaufladen und mit optimaler Anpassung an den Batterietyp. Also er erkennt wirklich, ob es eine Gelbatterie oder eine normale Batterie ist oder was da auch immer ist. Lichtmaschinentester zur Prüfung der Leistungsfähigkeit. Also man kann testen, wie gut die Lichtmaschine funktioniert. Ich habe, wie gesagt, ich habe das an meinem BMW mal getestet. Also der hat 100% angezeigt. Das war schon mal gut. Was haben wir noch? Geschützt gegen Verpolung, Kurzschluss und die Überlastung. Auch gut.
sehr gut sogar. Also das ist wirklich was ganz Wichtiges, weil ich sag mal, ich bin ein Laie und ich denke mal, die meisten, die das auch nutzen werden, sind Laien und klar, da können auch Fehler passieren. Deswegen ist es eine super Geschichte, dass es dagegen gestimmt ist. So, intelligente Mikroprozesssteuerung mit Diagnoseprogramm und kontrollierten Ladevorgang. Ja, es erkennt halt, wie ist die Batterie geladen, was muss da gemacht werden und so weiter. Also auch eine gute Sache. Wiederbelebung entleerter Batterien. Ja, und das ist auch was ganz Tolles. Also ich sag mal, wenn die Batterie ja irgendwo schon richtig leer ist, dann kann es durchaus sein, dass das Gerät das wieder hinkriegt, wenn es machbar ist. Ne? Und was andere Geräte vielleicht gar nicht mehr schaffen und man eventuell die Batterie sonst wechseln würde, also neu kaufen würde. Und Langzeitanschluss zur optimalen Ladungserhaltung ohne Sulfatbildung. Wofür das jetzt ist, weiß ich auch nicht so richtig. LC-Display für Ladevorgang, Spannungswert und Ladezustand, klar, also die Anzeigen haben wir ja hier gesehen. Also wir haben hier einmal die Voltanzeige, dann steht da, ob es angeschlossen ist, ob es lädt oder ob es schon geladen ist. Die beiden leuchten gelb, das grün. Dann halt, hier steht 12 Volt, 12 Volt Deep Cycled, 12 Volt AGM oder Gel-Batterie oder 6 Volt Regular. Also hier stehen auch Batterietypen, die das Ganze auch erkannt, also die auch erkannt werden. Und hier, man kann das auch auf Schnellladen stellen, also wenn man tatsächlich nicht viel Zeit hat, die Batterie aber doch ein bisschen laden möchte, weil man sonst das nächste Mal nicht mehr starten kann. Hier gibt es auch so einen Schnellladevorgang, eine super Geschichte. Also dass man kann wirklich in kurzer Zeit gut was reinknallen in die Batterie. Und dann einmal normal laden, ja, halt Start von Ladevorgang. So, dann seitliche Ladekabelhalter zum geordneten Verstauen. Also das ist auch eine feine Geschichte. Wir haben hier diese Seiten und da kann man das Kabel drumherum wickeln, damit das ordentlich ist. Also tolle Geschichte. Und ganz unten steht geeignet für alle Bleigel- und Bleisäurebatterien. Betriebsspannung zwischen 230 Volt, 50 Hertz. Ladeströme 2, 6, 12 Ampere. Plus minus 10%. Direktstart, Stromimpuls ca. 75 Ampere, 12 Volt. Also vielleicht auch für die, die diese Direktstartfunktion nutzen wollen. Also es geht, also bis 75 Ampere, 12 Volt geht das. Unbedingt die Sicherheitshinweise in der Bedingungsanleitung beachten. Gut, die werde ich jetzt nicht durchlesen. Ja, ich hoffe, ich konnte damit den einen oder anderen helfen, wofür das Gerät genutzt werden kann. Sagen wir 75 Ampere, das ist schon ordentlich. Könnte bei einem Traktor funktionieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.